Komisch. Ich wusste schon immer, dass es eines Tages so kommt. Und dann trifft es mich doch wie ein Donnerschlag. Zwischen ihm und mir hat es schon so lange nicht mehr gestimmt. Da waren seine Gedanken, die immer irgendwo waren, nur nicht bei mir. Und da war das Mädchen aus dem Drugstore, mit dem ich ihn gestern Abend gesehen habe. Die mit dem geschmacklosen zitronengelben Pullover. Morgens oder 5 Uhr nachts, ich weiß nicht. Die ganze Nacht habe ich die Turmuhr schlagen hören, jede volle Stunde einmal und jede halbe Stunde zweimal. Ich bin einfach weggelaufen. Ich war so unglücklich, dass ich nur noch denken konnte, aus, Schluss, was soll ich hier noch? Schlägt diese langweilige Glocke 5 und ich bin immer noch hier. Fünf Uhr morgens. Ich wollte nicht mehr leben. Aber so einfach ist es gar nicht. Als der Zug kam, hatte ich keinen Mut mehr. Als ich von der Brücke in den Fluss schaute, spürte ich das eiskalte Wasser bis herauf zu mir. Und meine Hände klammerten sich am Brückengeländer fest und ließen es nicht mehr los. So einfach ist das gar nicht. Und jetzt ist es zu spät dafür. Dort hinten wird es schon hell. Die ganze sinnlose Tretmühle wieder an. Die gleiche Reihenfolge wie immer. Die Müllwagen, die Lastwagen mit den blechernen Milchkannen, die Morgenzeitung. Alles so, als wäre nie etwas geschehen. Und kein Mensch fragt mich, wo kommst du her? Was ist mit dir? Warum auch? Straßenarbeiter. Fünf Uhr morgens. Und hier bin ich zu Hause. Oben ist schon Licht, das ist Mutter. Sie muss arbeiten. Auf dem Tisch stehen Tassen, schwarzer duftender Kaffee und warmes, frisches Brot. Und dann fragt eine vertraute Stimme, Kind, was ist los mit dir? Warum isst du nichts? Und dann sagt sie, als ich so alt war wie du, bin ich auch mal morgens nach Hause gekommen. Mach dir nichts draus. Das Leben geht weiter und es wird schon wieder werden. Komisch. Ich kann dir um den Hals fallen, nur weil sie das gesagt hat. 5 Uhr morgens. Was für ein schöner neuer Tag.